Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zeitgeist und Wunderlich und heute wieder mit Gast, der fabelhafte, der wunderbare Mike Nöcker ist heute bei uns. Er ist Radiolegende, kann man eigentlich sagen. Er ist großer Fußball-Enthusiast und einer von dreien bei Fußball MML. Wir sind super froh, dass er heute hier ist. Herzlich willkommen, Mike Nöcker. So stellt ihr mich auch nur vor, um auszugleichen, dass ihr kein Honorar bezahlt, ne? Ja, du hast uns direkt schon nach den ersten 15 Sekunden durchschaut. Aber apropos Honorar, wir nehmen hier heute auf am Black Friday. Und da ist auch direkt die Frage, Mike, was hast du heute schon geshoppt? Ehrlicherweise noch gar nichts, aber ich muss gestehen, dass ich mir zumindest schon mal ein paar Sachen angeguckt habe. Aber ich finde, ich war nämlich auf der Seite vom Mediamarkt, da gibt es nämlich einen relativ feisten, großen Fernseher. Da, sagt man noch Fernseher oder wahrscheinlich ja aber ja, also so ein Fett-TV-Teil. Ja. In 75 Zoll, Leute. 75 Zoll. Stellt euch das mal vor. Das ist auch so ein richtiges Männerding, ne? Also der kann vielleicht gar nicht mehr, aber so irgendwie so die Größe macht's, ne? So, also, natürlich. Stell mal vor, 75 Zoll. So, ja, geht das nicht noch größer? Ja. So irgendwie. Damit ja. Gewinnt man Männer. Ich habe auch die Tage auch irgendwie auf so einer Seite gesehen. Da konnte man so ein Modellauto, so ein Formel 1 Modellauto, irgendwie in echt Silber für 3.500 Euro kaufen. Und ich habe gedacht, so, das würde kein normaler Mensch kaufen, außer halt ein Mann. Damit kriegt man Männer irgendwie mit so, Hauptsache es ist groß und teuer. Und am besten noch im Bundle mit so einer geprägten Münze. Ja, genau. Aber apropos Fernseher, ich war gestern beim Mediamarkt und da, genau wie du sagst, Mike, riesiger Fernseher unterwegs, aber das war nicht nur ein Mann, da war eine ganze Familie dabei und ich habe mich wirklich gefragt, wo will der Fernseher mit der Familie hin? Ja, aber dann lass uns doch mal loslegen. Also wir haben ja vielleicht der ein oder andere unserer Hörer, überraschenderweise kenne ich vielleicht nicht, weil sie vielleicht keine Fußballenthusiasten sind, weil sie in den 90ern kein Radio gehört haben oder woran auch immer es liegt, warum sie dich nicht kennen sollten, aber warum sie dich unbedingt kennen müssen, werden wir jetzt gemeinsam erörtern. Und dafür haben wir ein tolles Spiel oder eine kleine tolle Kategorie vorbereitet, die der Jan immer so wunderbar moderiert. Und es könnte komplizierter nicht sein bei uns, denn im Podcast wirst du anhand von Bildern vorgestellt. Und Jan wird jetzt mit dem ersten Bild loslegen. Du kannst mal bei Insta schauen. Jan erklärt das Bild und dann kannst du uns nach dem einen kleinen Kontext dazu geben. Darf ich vorab eine Frage stellen? Ja. Gerne. Ist es, also wenn in meinem Spotify nehmen wir jetzt die 100. Sendung auf, ist das richtig? Ist das die Jubiläumssendung von euch? Entschuldigung, oder, nein. Oder schiebt ihr mich nach hinten? Wir haben alle Gäste, wir schieben alle Gäste. Ich verrate es einfach noch. Es kommen in den nächsten Wochen, du bist auf jeden Fall dabei, dann werden wir noch Matze Hilscher interviewen und auch Atze Schröder wird interviewt werden. Und, also beides sehr nette Menschen. Viele Grüße an beide. Bestellen wir sehr gerne und niemand schafft es in die 100. Folge, weil dafür sind wir zu sehr Egomanen, denn die 100. Folge, haben wir gesagt, gehört uns ganz allein. Finde ich auch völlig korrekt. Ich hätte euch eher bedauert, dass ihr für die 100. Sendung ausgerechnet nur mich sozusagen bekommen habt. Aber du musst dir überlegen, also du bist wahrscheinlich Folge 101. Und wie legt man nach? Und das könnte vielleicht noch die größere Bürde sein, ne? Wie geht man nach 100 erfolgreichen Folgen in die erste Folge sozusagen, Folge 1 nach 100? Und das, verstehe. Da musst du jetzt abliefern. Wir machen eine binäre Sendung, nur 1 und 0. Richtig. So, Janni, leg los. In diesem Sinne würde ich sagen, ich fange mal an, dieses Bild zu beschreiben. Bild Nummer 1. Mike, man sieht dich, wie du an einem Rechner sitzt, im Hintergrund eine Sporthalle. Der Rechner, ich würde sagen, so Format Commodore C64, vielleicht auch ein bisschen moderneres Modell, aber so ungefähr das Baujahr. Und du sitzt dort moderierend vor einem Mikrofon und wenn man sich jetzt die Bildunterschrift durchliest, dann weiß man, es geht auf jeden Fall nicht um Fußball. Die Frage ist, was moderierst du da gerade? Tennis. Also ich war ja tatsächlich, viele bei Fußball MML halten das für einen Running Gag, ich war ja tatsächlich mal Tennisreporter. Und das Bild, was ihr da seht, ist entstanden beim glorreichen Compact Grand Slam Cup. Der Ältere unter euch wird sich daran erinnern. Das war damals ein großer Skandal, weil
Huch, mit Geld werden Spieler nach München gelockt. Wo gibt es denn sowas? 2 Millionen Preisgeld gab es, glaube ich, damals zu gewinnen als Sieger. In München in der Olympiahalle. Und dieses Foto ist insofern tatsächlich ein bisschen innovativ, weil die ganzen anderen Radio, ich komme ja vom Radio, Reporter saßen halt um mich herum mit einem Aufnahmegerät und einem Telefon. Und ich war tatsächlich der Erste, der schon einen Computer mit dabei hatte. Das Problem an der Zeit damals war in der Tat, dass es ein 20 Zoll Monitor, den man sich in München leihen musste erstmal. Das war ganz lustig, weil ich musste zu jedem Turnier, das ich gefahren bin, musste ich als allererstes mal zu einem Mac-Händler, um mir einen Monitor zu leihen. Also egal, ob in New York oder in Melbourne bei den US Open oder in diesem Fall in München beim Compact Grand Slam Cup, musste ich als allererstes mir mal einen Monitor leihen. Und dann habe ich meinen Computer angeschlossen, der übrigens damals auch das war eine totale Sensation, und jetzt weiß ich es nicht mehr, ob es muss, glaube ich, 2 Gigabyte gewesen sein. Ich glaube nicht, dass es Megabyte gewesen ist. Eine 2 Gigabyte externe Festplatte gehabt hat, die ungefähr so groß war wie ein Schuhkarton. So ein bisschen flacher, aber so groß wie ein Schuhkarton. Heißt, du warst denn da die ganze Zeit mit so einem Bollerwagen unterwegs, oder wie? Mehr oder weniger. Ja, ich hatte einen Bollerwagen, genau. Leave it like that. Aber so ungefähr. Aber tatsächlich, also das Interessante daran, also für mich jetzt, weil ich ja auch sehr viel digitale Sachen weitergemacht habe, war, ohne jetzt irgendwie der Vollnerd zu sein und irgendwie Platinen selber löten zu können und sonstige Sachen. Und ich kann auch nicht programmieren, aber ich hatte schon damals wirklich, was Digitalisierung und Computer anging, irgendwie eine Affinität, die ja auch bis heute nicht vorbeigegangen ist. Ja, und da kommen wir auch gleich dann nochmal zu, im weiteren Verlauf der Sendung. Jetzt ist die Frage, die ich habe, also du hast schon beschrieben, also es war eigentlich mehr innovativer Spirit irgendwie auf der Moderatorenbank als vielleicht auf dem Feld unterwegs. Glaubst du, dass, weil ihr habt einen sehr erfolgreichen Fußball-Podcast, glaubst du auch, dass mit dem gleichen Erfolg man einen Tennis-Podcast haben könnte? Also für mich ja. Man muss ja dazu sagen, unser Erfolgsgeheimnis, würde ich jetzt mal behaupten, unser Erfolgsgeheimnis liegt ja nicht nur darin, dass wir über Fußball reden, sondern dass wir auf eine neue Art und Weise über Fußball reden, also mit dem ganzen Wahnsinn, den Micky reinbringt, mit dem teilweise hilflosen Moderieren, das ich reinbringe, um die zwei anderen zu bändigen und eben dann aber auch der fachlichen Expertise gepaart mit den manchmal wirklich katastrophal danebengehenden Wortwitzen. Das ist ja schon eine neue Art, also die Lukas mit reinbringt, das ist ja schon eine neue Art, auch wie wir über Fußball reden und sicherlich ein großer Teil auch unseres Erfolgsrezeptes. Vor allen Dingen, ich habe vorgestern noch mit Lukas telefoniert und er hatte gemeinerweise hat er gesagt, ich sage das jetzt einfach mal on air, er so, ihr nehmt mit Mike auf, schöne Grüße, ich hoffe, ihr habt Untertitel eingestellt. Und wir haben dann aber auch, und jetzt schießen wir aber auch zurück, weil wir gestern auch gesagt haben, und das ist ja, du bist ja so der heimliche Star von Fußball MML, ne? Weil ganz viele, wir selber auch und ganz viele in unserem Bekanntenkreis sagen so, irgendwie, das ganze Ding funktioniert halt nur, weil du da bist. Weil wir auch gesagt haben, wenn man dich jetzt aus dieser Dreiteilung irgendwie rausnehmen würde, dann würde diese Sendung ganz schön wahnsinnig sein. Und implodieren. Genau, die würde implodieren. Und deswegen haben wir auch gesagt, der heimliche Star und die beiden zusammen ohne dich würde nicht funktionieren. Ich habe mal, vielen Dank übrigens, ich habe mal ein T-Shirt von einer Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen mit einem Foto, das wir, glaube ich, in der Elbphilharmonie bei unserem Auftritt in der Elbphilharmonie, ja. Das da entstanden ist, mit einem Foto von uns dreien drauf, ich in der Mitte und oben drüber stand zwischen zwei Egos. ja, richtig. Passt ganz gut. Aber das würde ich vielleicht nochmal, wenn ich so einen Wunsch äußern darf, vielleicht mal zu irgendeinem Tennisturnier, ihr drei, mal so ein Tennis, also zwingen die beiden noch mal, sich mit dem Thema Tennis zu beschäftigen, mach mal so eine Tennisfolge zu Wimbledon und, oder so. Und um deine Frage noch mal zu beantworten, ja, ich glaube, dass das geht. Ich weiß nicht, ob das so
erfolgreich werden kann, wie das, was wir machen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass dieser Mix aus Humor, Unterhaltung, ein bisschen Anarchie und trotzdem aber Fachwissen und trotzdem aber Thesen, die dann auch Hand und Fuß haben, die vielleicht manchmal mal ein bisschen schräg sind oder auch ein bisschen anders sind oder nicht unbedingt der Norm entsprechen, aber populären Meinung entsprechen. Aber nichtsdestotrotz nimmt man uns ja ab, dass wir Ahnung von Fußball haben, und diese Mischung kann man, glaube ich, für relativ vieles anwenden, wenn das Entertainment gut gemacht ist. Ja, super spannend. Hier, Kollege Maxi, der war jetzt schon wieder zwei Schritte weiter. Ja, ich wollte ja vielmehr erstmal verstehen, wie ist es denn im ersten Schritt überhaupt dazu gekommen, dass du Sportreporter geworden bist und dann dich für das Thema Tennis entschieden hast? Oder besetzt wurdest? Du meinst es ernst mit den 4,5 Stunden, ne? Das wäre die letzte Frage für dieses Bild. Okay, also die Kurzform. 89 Praktikum Radio Schleswig-Holstein. Da habe ich angefangen im Norden. Und eine der ersten Dinge, die ich als Praktikant damals geschafft habe, war ein Interview zu bekommen mit Michael Stich. Der damals sozusagen upcoming Star war, der zum ersten Mal Davis Cup spielte, und der halt aus Elmshorn kam. Das heißt, das war eine Geschichte für Schleswig-Holstein, dass es plötzlich einen Tennisspieler gibt, der erfolgreich ist oder erfolgreich zu werden scheint, etc. etc. Und Michael hat mich quasi durch meine Zeit beim Radio begleitet. Als ich Volontär war, war ich in Wimbledon und habe nach seinem Wimbledon-Sieg 1991 ein Interview mit ihm am Flughafen in London bekommen, etc. etc. Und so kam ich zum Tennis. Dann bin ich irgendwann in die Szene sozusagen da reingekommen, also in die journalistische Szene, Menschen kennengelernt, mit denen ich heute noch teilweise sehr eng bis super eng befreundet bin, und so nahm das Schicksal quasi seinen Lauf. Ah, okay. Dann haben wir nämlich genau die Überleitung vielleicht jetzt, weil du hast ja dann irgendwie den Bereich Tennis ein wenig verlassen irgendwann, und du kannst dir mal das zweite Bild anschauen, und das zweite Bild ist irgendwie verwunderlich, wie amüsant zugleich, denn dort stehst du und schminkst Dennis Diekmeyer. Ist kein Witz, kann man sich angucken. Also du puderst ihn gerade irgendwo ab. Und zum einen, wie kam es überhaupt zu diesem Moment? Macht ihr das häufiger? Zweitens, wie... War das zu der Zeit, als quasi Schminktutorials auf YouTube groß wurden? und dann, warum dann Tennis weg und zum Pöbel runter in den Fußball? Also fairerweise muss man dazu sagen, dass zwischen den beiden Bildern ungefähr 15 Jahre liegen. So, damit fängt es schon mal an. Und Die Schnellversion machen davon. Ja. So, also wir cutten mal alles raus, was dazwischen war. Das ist ein Foto, das ist entstanden. Ich moderiere ja eine Sendung, die heißt Meine Elf, die Playlist der Stars, wie sie mittlerweile heißt. Vorher hieß sie die Playlist der Fußballstars, wo ich anhand von 11 Lieblingssongs versuche, das Leben und die Persönlichkeit von Fußballern oder von Sportlern zu porträtieren. Und das war Dennis Diekmeyer als Gast. Und da wir eine, ich würde mal sagen, sehr hemdsärmelige Art pflegen, diese Sendung zu machen und irgendwie bewusst auf Shishi und Gedöns verzichten, schminkt halt der Moderator den Gast selbst. Man muss dazu sagen, es ist natürlich vor Corona entstanden. Ja, klar. Sind das dann Songs, die du aussuchst eigentlich, oder sind das Songs, die die Gäste mitbringen? Nee, die auf jeden Fall die Gäste mitbringen. Also die Idee ist ja tatsächlich auch so ein bisschen so die Playlist des Lebens zu bekommen. Also schon mal zu wissen, was haben die gehört, als ihre Mutter oder ihr Vater irgendwie sie noch zum Training gefahren hat. Was haben sie in der größten Niederlage mit erste Liebe, Schulzeit etc. Was waren so die Songs, die sie da gehört haben? Und dementsprechend bringen die natürlich mit. Dennis Diekmeyer war übrigens, muss man dazu sagen, erstens Riesentyp, zweitens unfassbar
Klammer auf, beschissener Klammer zu Musikgeschmack. weil wirklich, also heute geht die 18 bis nach Istanbul und Micky Krause, es war alles dabei. Am Ende und das Schöne ist, es war nicht ironisch gemeint. Am Ende standen wir in diesem kleinen Bus, in dem wir da damals aufgenommen haben und hingen in der Balustrade und standen auf den Tischen und tanzten wie bei einer Après-Ski-Party. Ja, sehr großartig. Schön. Das war nämlich meine Frage, weil wir haben nachher auch noch ein kleines Musikquiz für dich, aber für mich war wirklich die Frage so, du bist ja sonst ein großer Menschenfreund und lässt dich ja nicht dazu hinreißen, irgendwie Leute zu verurteilen oder beurteilen, aber ich wollte schon gerne wissen, jetzt aus deiner Erfahrung, welcher von deinen Gästen bester Musikgeschmack, welcher beschissenster Musikgeschmack? Ist natürlich jetzt sehr subjektiv, weil es ja dann irgendwie... Und vielleicht daran anschließend, wo hast du irgendwie einen Musikgeschmack vorgefunden, wo du gesagt hast, hä? Das hätte ich jetzt mal so gar nicht erwartet. Also Dennis Diekmeyer in der Krassheit habe ich nicht erwartet. Das muss man mal dazu sagen. Ansonsten waren sehr viele Fußballer sehr, also da lief die Playlist sehr parallel, würde ich mal sagen, weil es irgendwie viel Drake, viel Hip-Hop, viel Bushido, viel, einfach Dinge, die mehr aus der Musikrichtung kamen. Ja. So richtig überrascht, ehrlicherweise, hat mich noch keiner. Ich muss 2014. Jetzt mal kramen, weil es sind 40 oder ich glaube 45 Playlists mittlerweile, deswegen musste ich mal gerade im Kopf kramen. Also ich bleib dabei, so richtig überrascht hat mich noch keiner. Ich habe jetzt eine Folge aufgenommen mit Tim Melzer und Uli Stein. Tim Melzer trifft sein Idol Uli Stein. Da waren zumindest irgendwie Melzer hat einen grauenvoll Heavy Metal Quickborn geprägten Dorfmusikgeschmack. Also Uli hat sehr schöne Songs dabei gehabt. Also unter anderem war auch dann endlich mal ABBA dabei und also nicht, dass ich ABBA-Fan bin, aber es ist so ein schöner Kontrast dazu, dass du vorher nur Alter Scheine Lila, habe ich Geld im Nacken und so weiter gehört hast. So, ich kann mir auch Uli Stein auf ABBA irgendwie nicht so richtig vorstellen, aber das finde ich irgendwie witzig. Schön. Ja. Und Fernando? Ich sehe da Fernando. Ja. Wollte ich gerade sagen, ja, jetzt könnte man ja immer eure Parodie von Otto Rehhagel, ne? Da eine Playlist wäre natürlich auch noch interessant und natürlich vielleicht auch eine Playlist eines Thomas Broich, der wahrscheinlich auch nur so avantgardistisch unterwegs ist, wie er selbst. Das stimmt. Das ist eine schöne Idee. Ja, sehr gut. Kann man die, was natürlich jetzt cool wäre, wenn man die, und vielleicht ist es auch so, wir haben vielleicht dann an der Stelle schlecht recherchiert, wäre natürlich cool, wenn man die ganzen Playlists alle auf Spotify hören könnte, ne? Das kann man, also mit der neuen Staffel kann man das. Da haben wir tatsächlich auch eine Playlist gebaut, wo nach und nach von der neuen Staffel alle Songs inklusive, was wir auch machen, ist das gesamte Interview, also die Sendung selber ist eine Stunde und läuft bei Sport1. Sag doch nochmal, wann genau? Also je nachdem, wann die rauskommt, aber die erste ist jetzt an diesem Mittwoch gelaufen, also am 25. Ihr habt ja zumindest gesagt, dass heute Black Friday ist, also wissen wir ja ungefähr, wann wir aufzeichnen. Also am 25. ist gelaufen Julian Weigel in Lissabon. Mhm. Am 2. Dezember läuft Sebastian Steudner, das ist der Big Wave Surfer, der Deutsche, der diese 30, 40 Meter Wellen in Nazaré surft. Ja. Und am 9. Dezember kommt Tim Melzer mit Uli Stein, jeweils um 23.15 Uhr eine Stunde lang nach dem Fan-Talk bei Sport1. Und das, was wir aber zusätzlich machen, ist, neben der Tatsache, dass es das natürlich bei YouTube gibt, ist, wir stellen das gesamte Interview als Podcast zur Verfügung. Das heißt, cool. Die 45 Minuten netto sind es ungefähr TV-Sendung und jedes Interview geht ungefähr so anderthalb bis zwei Stunden und das stellen wir komplett zusammen mit der Playlist als Podcast zur Verfügung. Meine Elf, die Playlist der Stars. Einfach mal googeln, Spotify oder Shazam oder wie man das macht. Absolute Empfehlung. Cool. Sehr cool. Dann geht's weiter mit Bild 3. Genau, wir kommen zum dritten Bild unserer kleinen Vorstellungsrunde und meine man sieht...
dich zusammen mit deinen beiden Podcast-Kollegen und ihr steht auf der Bühne der Elbphilharmonie und den Auftritt, den hattest du, glaube ich, eben schon ganz kurz angeteased. Meine Frage dazu, wir haben uns ja auch irgendwann, also als wir so 300 Insta-Follower hatten, da haben wir gedacht so, die haben jetzt wirklich darauf, die haben das verdient, dass wir jetzt auch mal live auftreten. Und ganz ehrlich, es ist natürlich eine ganz andere Situation. Du sitzt live auf einer Bühne und du versuchst ja auch live lustig zu sein. Ist uns damals ganz okay gelungen, aber jetzt wirklich so die Frage an dich. Ich weiß nicht, du standest ja davor auch schon oft live auf Bühnen, aber ich glaube jetzt weniger, dass du vielleicht auf Knopfdruck lustig sein musstest. War das für dich eine komplett neue Situation und ja, wie hast du das Ganze so erlebt? Also grundsätzlich ist es, habe ich ja gerade schon gesagt, sowas wie meine persönliche Mondlandung gewesen, weil in diesem wirklich unglaublich beeindruckenden Gebäude mit all dieser Geschichte auch ja in der Entstehung und, ja, und dem, was die Elbphilharmonie als Symbol für Hamburg, die Stadt, in der ich wohne, irgendwie ausdrücken soll, das ist schon wahnsinnig, wahnsinnig mondlandungsmäßig, wenn die Tür aufgeht, die Bühnentür aufgeht und du stehst dann plötzlich vor einer vor einem vollen Saal in diesem wirklich, ja, also weil es auch wahnsinnig nach oben geht, also das ist ja nicht nur, dass du nach vorne guckst, sondern du musst auch noch nach oben gucken, weil es irgendwie gefühlt 15 Meter nach oben geht, mhm, und überall sitzen Menschen und also das war schon super beeindruckend, ehrlicherweise. Was ein bisschen schade war an diesem Mondlandungsmoment war, dass das ja eine Veranstaltung gewesen ist, die lange Podcast-Nacht oder so ähnlich, mhm, ist, glaube ich, von Online-Marketing-Rockstars OMR, mit denen wir den Podcast zusammen, ja, angefangen haben, die auch unser Partner in Vermarktung und vielen anderen Themen auch sind. Die haben uns da auf die Bühne geholt und wir waren da zusammen mit Matze Hilscher war da, glaube, mhm, ich, mich zu erinnern. Und danach kam Philipp selber und hat Frank Thelen interviewt, ja, hier aus Die Höhle der Löwen. Mhm. Was ich ein bisschen unterschätzt hatte, ehrlicherweise, war, dass dieses Publikum, also diese 2300 Leute, die da waren, die waren da, weil Philipp Westermeier Frank Thelen trifft. Ja. Und die waren nicht da unseretwegen. Ja. Und das war ein bisschen schleppend, sagen wir mal. Sagen wir mal so, es ist nicht jeder Witz angekommen. Mhm. Es lief dann aber, als wir irgendwann viel von der kühnen These hier, ja, als wir den Helmpeter auf die Bühne geholt haben, da haben, ja, wir zumindest irgendwie, haben wir was fürs Volk gemacht und dann wurde es auch lockerer. Aber wie gehst du da mit solchen Situationen um? Weil ich würde jetzt für mich denken, ich ziehe ja viel Energie daraus, wenn es so gar nicht läuft und wirklich so einem vielleicht schon so die Abneigung und die Langeweile entgegenschützt. Das spornt mich ja noch mehr dazu an zu sagen, jetzt kriegt ihr erst recht, was ihr hier gerade, was euch so nervt und jetzt gehen wir noch mal tiefer rein, um zu gucken, ob nicht auch Leute vielleicht so entrüstet sind, dass sie vielleicht auch gehen, weil sie sagen, so eine Scheiße. Wie geht ihr damit um oder du persönlich? Also in diesem Fall war gefühlt eher Augen zu und durch. Oder sagen wir mal so, es war ein Mix aus allem. Es war ein Mix aus, ist mir doch egal, ich sitze hier und ihr müsst oben sitzen, ich darf auf die Bühne. Einfach eben der Versuch, das bestmöglich zu genießen. Dann kannst du ja nur weitermachen. Also du kannst weder irgendwie heulend von der Bühne gehen und weil alle so gemein sind. Was. Und ehrlicherweise, so gemein waren sie auch gar nicht. Es war, mhm, ich mach's jetzt ein bisschen schlimmer, als es tatsächlich war. Es war sehr freundlich, sagen wir mal so. Aber es war jetzt nicht so, dass wir einen Teppich hatten und alle nur auf uns gewartet haben. So, und das war die eine Variante. So, da musste man, oder der eine Punkt, da musste man halt ein bisschen durch. Und der zweite war ehrlicherweise, dass ich das so lange dann auch nicht gemacht hatte. Also ich stand schon relativ lange nicht mehr auf der Bühne, mhm, und hatte dementsprechend durchaus auch Lampenfieber und all die Dinge. Das heißt, damit musste ich erstmal kämpfen, dass das dann irgendwann weg und normal war. Und das Zweite ist, das hört man möglicherweise auch in den Podcast-Folgen, ich war am Anfang nicht so gut, wie ich heute bin.
und am Anfang nicht so gelassen, wie ich heute bin. Insofern war das so ein bisschen, ich habe mich da schon durchgekämpft, ohne es nicht genießen zu können, aber es war schon Arbeit da auf der Bühne und das die 20 oder 25 oder 30 Minuten das zu machen. Und dementsprechend war ich auch ganz froh, als es dann durch war. Und zu dem Zeitpunkt war dir auch noch nicht so groß, wie es heute seid, oder? Also es war noch zu einem Zeitpunkt, vielleicht heute würde man vielleicht dann so Philipp Westermeyers Podcast auf Augenhöhe begegnen und da war es ja vielleicht dann noch nicht so zu dem Zeitpunkt, ne? Das stimmt. Also ja, das ist so. Also wir sind gewachsen und dementsprechend kennt man uns natürlich heute irgendwie ganz anders. Man muss dazu sagen, auch Mickey beispielsweise hat ja eine viel, viel größere Prominenz, die er noch vor 3 Jahren gehabt hat. Ja, absolut. Ja gut, aber der ist ja... Und Lukas ja auch. Also Lukas ja auch ist ja, also allen uns dreien hat Fußball MML sehr, sehr gut getan, auch für alles, was jeder Einzelne gemacht hat. Ja, absolut. Und da hatte absolut. Mickey, muss man dazu sagen, hatte Mickey von uns allen schon den größten Vorsprung, was halt Bekanntheit und Ähnliches anging. Ja. Dann würde ich sagen, steigen wir doch einfach schon mal so mit dem Gedanken in unsere kleine, ich würde sagen immer, das ist der ernstere Teil, aber so ein bisschen die Diskussion ein oder so das Gespräch. Und was mich eigentlich interessiert, weil du jetzt auch sagst, also diese Persönlichkeiten. Und ich hatte auch mal irgendwann deinen Podcast gehört. Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Sendung es war, aber du warst in einem Podcast, da ging es um Achtsamkeit. Da warst du Gast, das habe ich mir mal angehört. Und ich, das ich, Ziel ist im Weg wahrscheinlich, ne? Nein, mit einer Dame zusammen. Ah, okay, ja, ich weiß, sag ich dir gleich, über sensitive, ja, genau, über Männer. Den sensitiven Mann. Genau, und ich fand das total interessant und das war eigentlich auch so, interessanterweise war die Folge noch viel mehr für mich so der Grund zu sagen, lass uns doch mal mit Mike sprechen, weil irgendwie, wie gesagt, das ist so, du hast ja einerseits diese moderierende Rolle, diese Klammer um die beiden Wahnsinnigen rum und gleichzeitig aber auch, wie gesagt, merkt man immer so wieder, wie gesagt, Menschenfreund, lässt dich nicht irgendwie dazu hinreißen, vielleicht irgendwie sehr kritisch oder negativ zu sein gegenüber Personen. Und aber wie gehst du so mit dem ganzen Thema um in der Medienwelt? Also wenn man, sag ich mal, in einer Welt sich bewegt, wo vielleicht viele Menschen sehr starke Egos sind und sehr stark ich-bezogen sind. Also meinst du jetzt bezogen, also um meine Rolle überhaupt in der Medienwelt zu finden oder ja, genau, so wie du jetzt über die ganzen Jahre, also wenn so von dem, was man jetzt von außen so von dir als Person mitkriegt, in dieser Welt, so wo vielleicht sehr viele Egos unterwegs sind, wie fühlt man sich da wohl und wie geht man damit um und wie findet man da seinen Weg und seine Rolle? Ach, die habe ich so im Laufe der Jahre ehrlicherweise gefunden. In der Phase, in der ich jung war, wollte ich eigentlich nichts lieber als in dieser aufgeblasenen Medienwelt mitspielen. Also am liebsten sozusagen zu jeder Party eingeladen werden und in jedem VIP-Bereich sitzend und so. So habe ich dann irgendwann akzeptiert, dass ich nicht zu denen gehöre, die eingeladen werden oder wenn nur sehr sporadisch. Und das Zweite war, dass ich dann auf ein paar Sachen dann auch tatsächlich gewesen bin und gemerkt habe, irgendwie spielt sie aber die gleiche Platte immer und immer wieder ab. Also dann wurde es mir dann auch irgendwann langweilig. Und dann habe ich angefangen, einfach so meine Rolle darin zu finden und auch weniger mit Dingen zu hadern, die ich nicht kann und mich mehr auf Dinge zu konzentrieren, die ich kann. Und ich habe gestern beispielsweise Klamroths Konter gesehen bei NTV und habe ihn sehr bewundert für seine Art, Interviews zu führen und einfach quasi sehr, sehr auf Augenhöhe, aber sehr hart mit unserem Außenminister zu reden und
auch kritisch nachzuhaken und immer dran zu bleiben und bissig zu sein. Ich fand es sehr bewundernswert, wie er es machte, weil er es auch auf eine gute und auf eine sehr angenehme Art machte. Aber das ist halt nicht, man muss das dann auch irgendwann akzeptieren. Das liegt nicht in meiner Welt, liegt mich in meiner Natur, es liegt nicht in dem, was ich gelernt habe. Ich bin nicht so geworden. Ich bin auch nicht so kritisch geworden, dass ich immer weiter und immer weiter nachbohren möchte. Und ich habe auch nicht diese journalistische Distanz, grundsätzlich erstmal irgendwo einen Fehler finden zu wollen oder was etwas in Frage stellen zu wollen, sondern ich mag Gespräche, die ein nettes, angenehmes Umfeld haben und wo man was über Menschen erfährt. So, das ist ja auch ein bisschen das, was meine Elf ist beispielsweise. Ich habe ja nie, es gibt ja gar, also für mich jedenfalls, für mich persönlich gibt es keinen Grund nachzufragen, irgendwie, warum jetzt der Karrierestep nicht gefruchtet hat oder was mit dem in dem Spiel war und so weiter und so fort. Das machen viele andere Kollegen und das machen sie sehr, sehr gut. Und da muss ich mich nicht auch noch tummeln und dann noch der nächste Kritische sein, der da irgendwelche Fragen stellt, sondern ich möchte einfach irgendwie versuchen, einen unterhaltsamen, schönen und interessanten Moment zu schaffen, für mich, also mich zuletzt genannt, für den Spieler, für den Zuschauer und am Ende natürlich irgendwie auch für mich. Du warst ja, in den letzten Jahren vor allem auch viel im Radio unterwegs und da würde mich interessieren, wie du da auch so ein bisschen die Entwicklung einfach in den letzten Jahren gesehen hast, auch hinsichtlich hier so ein bisschen mehr Raum zu haben, auch ein bisschen mehr Zeit, nicht immer nur bam, 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 irgendwie so eine Art von Pointenreiterei, weil in meiner Wahrnehmung ist es irgendwie so, dass es das früher vielleicht mehr gab, dann irgendwann kam so Formatradio und gefühlt geht es jetzt gerade wieder so ein bisschen mehr dahin zurück, auch vielleicht getrieben durch Podcast und Co. Würde mich einfach interessieren, wie du da so die Entwicklung gesehen hast. Du warst ja mittendrin. Genau, ich war mittendrin. Also es gibt ja nichts Fieseres, als wenn Interviewpartner den Fragesteller korrigieren. Aber ich muss dazu sagen, ich habe schon sehr, sehr lange kein Radio mehr gemacht. Aber ich war mittendrin. Ich war in der Phase mittendrin, in der man eben genau das machen konnte, was du gerade beschrieben hast. Also ein bisschen Anarchie und Rock'n'Roll zu haben, lustig zu sein, unterhalten zu sein, auch mal Spitzen loszulassen, die möglicherweise nicht jedem gefallen haben, gegen den Strom zu moderieren. Das war das Radio. Was ich geliebt habe, was ich heute immer noch liebe, was da bin ich absolut noch von überzeugt, immer noch eine sehr, sehr große Kraft hätte. Und dann wurde es halt, also dann wurde es halt beliebig. Dann gab es halt die Mega-Hits der 80er, 90er und das Beste von heute und der Flitzerblitzer und jetzt geht's weiter mit Megastar Madonna und so weiter. Also das war mir dann zu wenig und das war mir nicht mehr kreativ genug. Und die Entstehungsgeschichte von Fußball MML ist ja auch tatsächlich die, dass wir wieder Radio machen wollten. Wir wollten mit Lukas zum einen habe ich ein Konzept entwickelt für sowas Ähnliches wie eine Late-Night-Show im Radio quasi, also ein Spätprogramm. Wir haben nicht gedacht, dass wir damit ins Tagesprogramm kommen und wollten das auch gar nicht, sondern wir wollten Wort, wir wollten Strecke, wir wollten schlaues Radio machen. Und das haben wir dann präsentiert vor vielen Leuten, die im Radio in Deutschland was zu sagen haben und Miki war dann auch irgendwann dabei. Und also das. Ganz kurz da einmal nachgefragt: Kanntet ihr euch eigentlich irgendwie davor oder auch aus einem Interview oder wie kam die Zusammenarbeit eigentlich zustande? Lukas habe ich kennengelernt durch einen gemeinsamen Freund, David Görges, der damals bei Borussia Dortmund gearbeitet hat und mir in einer nicht so leichten Stunde für unsere Familie sehr spontan Karten besorgt hat für ein Spiel am Abend, Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Also das war so, morgens anrufen, sag mal, ich weiß, lach mich nicht aus, aber wir müssen mal ins Stadion gehen.
gehen. Und dann rief er auf dem Weg zum Stadion an und sagte, pass auf, du musst dein Kind auf den Schoß nehmen. Es kommt noch einer dazu, aber den wirst du mögen. Und das war Lukas. So habe ich Lukas kennengelernt. Und Micky habe ich einfach so hier medial durch mein Freund Markus Heidemanns, der Chef von Fernsehmacher ist und ja mit Markus Lanz beispielsweise die Talkshow produziert, so irgendwo so in diesem Hamburger Mediendunstkreis eben durch Markus und ähnliches kennengelernt. Timmy Spoke. Und dann kannten sich Lukas und Micky kannten sich irgendwie und so plötzlich entstand das so. Und so kamen wir dann zusammen. Also, und die Radio, und ihr wart, und dann seid ihr mit eurem Konzept an die großen Radiosender gegangen und die haben alle gesagt, nein, danke. Die haben, genau, das war am Anfang, war das noch ohne Micky. Micky kam dann irgendwann dazu und als Micky noch nicht dabei war, hieß es dann irgendwie so, ist aber ganz schön intellektuell auch teilweise. Das war so der eine Satz. Und, aber es ging um Fußball auch. Es ging um Fußball. Nee, da ging es noch um, das war noch breiter. Aber es war sehr ähnlich. Es ging auch um Fußball, aber es ging auch um sozial-gesellschaftliche, politische und ähnliche Themen und Strömungen. Also das war die erste Reaktion war, ist aber ganz schön intellektuell teilweise. Und das zweite war, dass sie gesagt haben, das Blöde ist, ihr seid ja auch nicht so richtig bekannt. Also wir verhandeln gerade mit Pocher. Und spätestens da. Das ist schon ein Gap, oder? Das ist schon ein Gap. Vor allen Dingen ist ja auch die Frage dann in dem Moment, möchte man dann noch in dem gleichen Topf unterwegs sein und sagen, okay, wenn das euer Anspruch ist, dann bin ich hier vielleicht auch falsch mit dem, was ich machen möchte. Aber und so haben wir euch dann den Rang abgelaufen und sind jetzt der erste Late-Night-Podcast Deutschlands und vielleicht sogar auch der größte, weil einzige. Möglicherweise. Gratulation aber dazu auch, übrigens. Auch das ist ja, und wir haben es ja auch schon oft besprochen, so komischerweise, dass irgendwie, wir können uns ja hier in dieser Podcast-Welt, kann man sich ja völlig frei austoben. Wir können ja machen, was wir wollen. Wir haben keine Verbindlichkeit mit irgendwem. Das ist dann natürlich auch, weil man irgendwie unbekannt ist, hat man halt diese Freiheit, irgendwie auch nicht dieses so Weichgespülte zu machen, weil das ist ja auch ein bisschen immer mehr, geht es in die Richtung, man kann ja alles muss politisch korrekt sein. Wir müssen immer darauf achten, wem stoße ich vielleicht mit welcher Aussage vor den Kopf und wie muss ich eigentlich sicherstellen, dass ich meine Reichweite halte und da muss ich irgendwie den größtmöglichen Konsens finden. Und trotzdem haben wir ja so oft gesagt, so es wäre irgendwie das größte Ziel, auch wenn man jetzt irgendwie einen Podcast hat, irgendwann mal so, für mich wäre es das größte Ziel, sonntagsabends 23 Uhr irgendwo im Radio zu laufen mit so einem Late-Night-Format. Auch wenn es keiner hört, wäre mir scheißegal, aber trotzdem denkt man doch so, man will in dieses lineare Medium rein, weil man denkt so, das ist der Ritterschlag, weil die eben festlegen, bist du gut oder bist du nicht gut. So komisch, so ein bisschen Stockholm-Syndrom vielleicht. Das ist aber faszinierend, weil das trifft auf wahnsinnig viele Menschen zu, die heute Influencer heißen oder Podcaster oder YouTuber oder. Also alles das, was quasi in der alten medialen Welt als zu Recht wahnsinnig innovativ eingestuft wird und als die Zukunft und all das sind die Gesichter und die machen es richtig, weil die machen einfach irgendwie das so, wie sie haben wollen. Die haben keinen administrativen Arm hinter sich, Apparat hinter sich. Die scheren sich nicht um Kosten und so weiter und so fort. Die können einfach total real sein und machen, was sie wollen. Das ist sozusagen die eine Betrachtungsweise aus der alten Welt. Während wenn man mit Podcastern, Influencern, YouTubern oder ähnlichem mal spricht, dann wollen wahnsinnig viele ins Radio oder ins Fernsehen, also in die alte Welt rein. Das ist schon eine sehr absurde Entwicklung, ehrlicherweise. Was wäre denn so vielleicht mal dein, also bist du schon an dem Punkt, wo du sagst, ich stehe jetzt oben auf dem Berg und gucke auf alle runter oder gibt es für dich sowas, wo du sagen würdest, boah, das würde ich gerne nochmal machen. Also wärst du ins Radio zurück oder vielleicht mit so einem Format Fußball MML ins Fernsehen oder gibt es für dich dann noch so einen Traum, wo du sagen würdest, boah, oder vielleicht auch ein ganz anderes Format, vielleicht Fußball MML als Sprungbrett für so die Mike-Nöcker-Show und da kann ich machen, was ich will. Du hast ja schon so ein Format in die Richtung, aber was wäre denn für dich vielleicht noch so ein absoluter Traum?
Also mich mal, und meine Frau wird es hassen, wenn ich das jetzt erzähle, um mich mal nochmal zu outen. Ja, ich hoffe nicht, dass du sagst, eine neue Frau. Einfach ein ganz neues Leben anfangen. Ich will auch nicht die sexy Sportclips bei Sport 1 moderieren. Nein, das ist eine andere Geschichte. Ich bin, als ich 89 beim Radio angefangen habe und so 90, 91 auch zur Moderation kam, war mein fester Karriereplan, irgendwann mal Wetten, dass Moderator zu werden. Also, geil, witzig, meine auch. So, das bleibt bis heute. Das wird immer so sein. Ich werde auf jeden Fall. Also, ja, der Job ist vakant. Also, ich weiß, time is now. Der Job ist vakant. Also. Naja, dummerweise gibt es die Sendung ja in der Form nicht mehr. Und ehrlicherweise war ich auch total pikiert und sauer in der Phase, als Thomas Gottschalk aufgehört hat und händeringend ein neuer Moderator gesucht wurde und ja auch plötzlich Menschen in der Zeitung standen, die den Job abgelehnt haben, ohne überhaupt gefragt zu werden. Also es gab ja in der Bild, verging ja kein Tag, ohne dass nicht irgendeiner gesagt hat, ich mach's nicht. Ich war ehrlicherweise, weil dann auch so viele Säue durchs Dorf gejagt wurden, total sauer, dass beim ZDF eigentlich niemand auf mich gekommen ist. Ja. Saßt du tagtäglich vor dem Telefon? Quasi. wenn es jemand beim ZDF geben sollte, der in irgendeiner Form noch darüber nachdenkt, Wetten, dass neu aufleben zu lassen, ich mach's. So. Sehr gut. Also, sehr gut. Das haben wir damit schon mal geklärt. Ein, zwei Leute beim ZDF sollten zu überzeugen sein, denke ich. Also, ich denke das auch. Was ich jetzt richtig schön finde, wenn jetzt so, wenn die Folge live geht und danach kommt so ein Anruf und bei dir und dann so, guten Tag, Herr Nöcker. Also, wir hatten das jetzt gehört im Podcast. Also, wir könnten dann jetzt loslegen. Haben Sie Zeit? Und dann so, ach du Scheiße. Genau. Ja. So. Und dann gibt es noch ein paar, so ein bisschen was würde ich schon noch gerne moderieren, aber das ist nicht mehr, also Wetten, das ist da die Ausnahme und ansonsten ist das jetzt, das muss nicht mehr das große Ding sein. Ich habe eher so die Überlegung gerade mit meine Elf nochmal ein paar Sachen auszuprobieren, vielleicht auch nicht nur Sportler zu machen, nochmal Politiker zu interviewen oder Schauspieler oder ähnliches und das vielleicht auch, eigentlich wollte ich mir zum Geburtstag, stimmt, ich wollte mir zum Geburtstag eine Sendung schenken. Die werden wir auch nochmal nachholen mit einem Prominenten und wollten das mal als Bühnenformat ausprobieren. Das war eigentlich der Plan, das im April zu machen und meine Elf quasi auf die Bühne zu bringen mit so ein bisschen wie Letterman. Ich mag diese, ich weiß nicht, ob ihr die Sendung kennt, My Next Guest Needs No Introduction bei Netflix, wo es einfach nur ein Kinosaal gibt oder zumindest sieht es wie so ein alter Kinosaal aus, also mit einer Bühne davor und da stehen zwei Stühle und ansonsten ist da Publikum und da steht nichts und es geht nur um den Gast. Gut, jetzt also werde ich es nicht hinbekommen wie Letterman in seiner ersten Sendung, der zwar dann auch noch ein Überraschungsgast und der erste Gast war dann Ladies and Gentlemen, please welcome the 44th President of the United States, Barack Obama. Also das in der Form werde ich wahrscheinlich nicht hinbekommen, aber sowas in der Art nochmal zu machen, das würde ich gerne ausprobieren. Naja, aber zumindest könntest du irgendwie über Verbindung, ja, ihr seid ja bei OMR, zumindest Gerhard Schröder könnte möglich sein. Das ist richtig. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee sogar. Siehst du? Oder? Ja, und ganz ehrlich, das würde ich, und da sind wir wieder an dem Punkt, ich muss den nicht fragen, warum er die und die Scheiße während seiner Amtszeit produziert hat oder wie er sich irgendwie, keine Ahnung, mit der Zigarre da fotografieren lässt. Und also klar, ich finde übrigens es dann auch einen spannenden Weg, mal über Musik zu erklären. Also Musik ist ja die Idee dahinter ist ja, die Musik öffnet den Menschen, weil Musik ist was total Persönliches und wenn du persönlich über deine persönliche Musik redest, dann kommst du ja irgendwann auch und kannst Charakterzüge nachzeichnen, kannst dir Sachen plötzlich, weil du diesen Menschen kennenlernst, erklären und so weiter. Und über den Weg beispielsweise sich dann auch mal erklären zu können, wie man an den Punkt kommt, plötzlich Putin-Freund zu sein und irgendwie bei Gazprom irgendwie ein- und auszugehen und wirklich fragwürdige Leute
plötzlich in seinem Freundeskreis zu haben, ist für mich, nur für mich, dann viel interessanter und viel spannender als Reise, als das eben quasi so schon hardcore zu machen, indem man so sagt, Herr Schröder, wie können Sie? Ja. Finde ich total spannend. Und weil du vorhin auch gesagt hast, so Thomas Gottschalks Erbe, weil ich finde, Thomas Gottschalk ist ja auch so ein Typ, der über dieses freundliche, kumpelhafte ja gekommen ist und ja irgendwie, wo du hingehen kannst. Und der hat ja Leuten auch irgendwie viel entlockt und hat ja irgendwie so über den Weg den Zugang gefunden. Das finde ich eben ganz spannend zu sagen, welchen Weg. Und finde ich, ich habe jetzt so gedacht, so ja, sehr viel in der Art, wie du das machst, kommt da auch wieder drin vor. So nicht dieses, ich konfrontiere dich, ich gehe irgendwie hart ran, sondern finde ich irgendwie über einen anderen Weg den Zugang und öffne so jemanden und der lässt sich dann auf einmal sehr, sehr viel entlocken, was er vielleicht selber gar nicht gedacht hat, weil vielleicht, ich fühle mich wohl, da rede ich ja mit jemandem, der mir jetzt auch nichts Böses will und dann erzählt man vielleicht mehr, als wenn ich schon weiß, hier geht's gerade knallhart irgendwie um die Sache oder sowas. Und du machst trotzdem kein Gespräch, das halt irgendwie total oberflächlich ist, ne? Genau, also das ist nicht irgendwie, ach hier, guck mal, dein neues Buch, super, wie war es denn und so weiter. Ja, genau. Und was machst du sonst? Ja, klasse, dass du da warst, hier nochmal Buch in die Kamera und fertig, sondern du redest ja, also das hat ja alles Hand und Fuß. Ja, super spannend. Also ich freue mich auf das Gespräch zwischen dir und Gerhard Schröder und sowieso Politiker und Musik. Fänd ich total spannend. Also mich würde interessieren, was hört so eine Angela Merkel mal, um runterzukommen oder um sich irgendwie so hoch zu pushen? Wenn es nicht gerade die toten Hosen sind, versteht sich. Ne? Ja, aber das ist genau das ist der Punkt. Also ich habe auch eine Liste mir mittlerweile schon geschrieben an Menschen, die mich interessieren, mit denen ich das gerne machen würde. Einfach nur aus mir heraus, jetzt ohne große Recherche und ähnliches oder ob ich die bekomme oder nicht bekomme. Aber da steht Thomas Gottschalk tatsächlich genauso auf der Liste wie auch Sarah Wagenknecht. Und auch Atze Schröder steht auf der Liste, weil Atze ist ja auch nicht nur Atze. Und und Atze muss aber auch nicht demaskiert werden, was ja bei ihm sogar auch noch gut passt, sondern lass sie doch einfach erzählen und gib ihnen ein Vehikel dafür. Und so, das ist meine Elf. Ich finde, ein sehr, sehr schönes Schlusswort für unseren Talk-Teil. Und damit würden wir auch zum letzten Teil unserer Sendung kommen, nämlich dem kleinen Ratespiel. Und Mike, du hast es schon gesagt. Die Musik, hab ich mich hier nur eingelassen? Die Musik öffnet den Menschen. Und da wollen wir dich doch gerne beim Wort nehmen. Wir haben was vorbereitet. Und zwar, es geht um Musik und Fußball. Also total dein Genre, könnte man eigentlich sagen. Wir haben hier 5 kleine Stücke. Ja, und es geht um die jeweiligen Vereinshymnen dieser Vereine. Wir haben es dir jetzt nicht so ganz, ganz einfach gemacht. Ja, also hier Stern des Südens ist nicht dabei. Aber wir haben so ein paar, wir würden das mal kurz anspielen. Und vielleicht sagst du einfach, ne, Bauchgefühl, erstbester Tipp, was könnte es sein? Vermutlich kennst du auch einfach alle und dann wird es richtig langweilig. Und vielleicht 1-2 Worte, was du mit dem jeweiligen Verein verbindest. Wir legen mal los und ich hoffe, du kannst es hören. Mats ab, würde ich mal sagen. Also, stark wie noch nie. Hast du eine Ahnung, um welchen Verein es gehen könnte? Alter, stark wie noch nie. Stark wie noch nie. Wir geben einen kleinen Tipp. Es geht eher in den südlichen Teil unserer Bundesrepublik. Aber dann bin ich sehr froh für den Tipp, weil ich hätte, dann hätte ich so daneben gelegen. Stärke. Stärke, welcher Verein redet von sich? Es klingt so ein bisschen, das Ding ist, es klingt ja so ein bisschen so Bayern, ist ja so ein leichter, so klingt so, ne? So ein leichter Karneval, so ein rheinischer Karnevalssingsang irgendwie Ja. Ist korrekt, drin. Aber total irreführend. In den Regionen würde man Fasching sagen. In den Regionen würde man Fasching sagen. Okay, Fasching ist doch, das ist doch hier in Bayern, ne? Kräuterfurt. Ja, genau. Hast du gesagt? Was hast du gehört? Nah dran, wir sind in München. Ja, und wie gesagt, es ist nicht der Stern des Südens. 1860, ja. Stark wie noch wie nie. Wie die Löwen halt. Ja. Stark wie die Löwen. Ja, die Löwen. Ja, also wenn ich in München leben würde, wäre ich Löwen-Fan. So. Allein wegen Benny Laut, oder? Also nein,
allein wegen Benny Lauts Frisur rund um das Jahr 2010. Ja. Nein, aber also es ist einfach, in Zeiten, wo wir Fußballschicksale beklagen müssen, Schalke, Hamburger Sportverein, 1860 München, die gehören natürlich voll da rein. Wobei, was ich ganz interessant finde, also ja, ich verstehe diesen Punkt, dass Leute mal sagen, ach, die scheiß Bayern und ich wäre lieber 1860-Fan. Und natürlich das Grünwalder Stadion und Giesing, das ist schon irgendwie schön und das ist so erdig und irgendwie so das Gegenspiel zu diesem großen und mächtigen FC Bayern, der irgendwie so daherkommt, wie so irgendwie aus der Dose produziert. Aber geschichtlich betrachtet ich habe mal irgendwann so eine Doku gesehen, da ging es auch um die beiden Münchner Vereine und natürlich in Zeiten... Von amerikanischen Wissenschaftlern, ne? Nee. Und dann ging es auch um die Zeit des Nationalsozialismus und da hat sich jetzt vielleicht 1860 nicht so mit Ruhm bekleckert, dafür der FC Bayern sich sehr stark eingesetzt. Also das war für mich so, wenn ich dann irgendwie am Ende darüber nachdenke, und es ist komplett eigentlich natürlich ewig in der Vergangenheit und hat vielleicht auch nichts mehr mit dem Verein zu tun, aber so ein bisschen retrospektiv betrachtet, habe ich dann immer so gedacht, ja, irgendwie da würde immer so ein Schatten über diesem Verein hängen. Aber das wird vielleicht dann auch schon zu politisch. Wie gesagt, 1860 und alleine vielleicht für den Investor, dafür würde man schon Fan sein, weil da kommen tolle Geschichten raus, oder nicht? Ja, genau. Und hier der Atlatus heißt doch ist Mike, ne? Ja, der heißt, genau. Ist Mike. Ist Mike. Ja. Schon deshalb. Insofern will ich sagen, wir machen weiter mit oder dem. Mike ist Mike, ne? Na. Das klingt irgendwie so wie eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Ja. Also, wir machen weiter. Next Song. Hit Nummer 2 und der hat ein fulminantes Intro, so viel kann ich schon sagen. Kurzer Einschub: Tim Melzer gefällt das. Kommt noch was? Ich glaube, irgendwann kommt auch noch was. Ja, so viel dazu. Du wirst nun 100 Jahre alt. Ist schon eine Weile her, zugegebenermaßen. Auch ein super Song für Omas Geburtstag, ne? Ja, vielleicht. Der Song stammt aus dem Jahr 1999. Da ist er, glaube ich, dann auch die Vereinshymne geworden. Das als Tipp. 1909, gibt es ja nur 1899 Hoffenheim, oder? Ja, scheinbar noch einen aber anderen Verein. Nach Union Berlin, also der Anfang klingt sehr nach Union Berlin. Ja, aber jetzt, und ich sag dir, wenn du nachher hörst, welcher Verein dieses Lied hat und ja, du ein bisschen die Fankultur dieses Vereins kennst, willst du sagen, ja, stimmt. Okay. So, es ist ein bisschen rough, es ist ein bisschen schmuddelig. Und vielleicht, um es nochmal ein bisschen einfacher zu machen, es gibt auch eine Zeile, die da heißt, sie spielte so gut und als spielte so schön mit dem Jürgen Grabowski. Toller Reim auch an der Stelle. Also Eintracht Frankfurt ist das? Ja, korrekt. Ja, wir sind hier bei Eintracht Frankfurt unterwegs. Ja, das passt ganz, natürlich ganz toll. Auch. Ja. Ganz, ganz toll. Und das hast du jetzt an dem Namen erkannt? Ja. Also ich bin ja nicht besonders gut in alte Zeiten und so weiter und so fort. Aber, wegen Tennis. Tennis. aber Jürgen Grabowski weiß ich dann doch, okay, wo er beheimatet ist. Wir hätten sonst Alternativen. Nächstes Mal machen wir mit dir einfach einen Simpsons-Quiz. Ja, okay. Auf gar keinen Fall. Das ist okay. Ehrlicherweise, ich verstehe nicht, wie man die Simpsons gucken kann, aber es ist, na gut. Wenn ich dir jetzt sage, dass ich ein Homer Simpson-Tattoo habe, dann fällst du wahrscheinlich ganz vom Glauben ab. Ja. Und ich kann dir sagen, das stimmt. Ja, das war jetzt kein Witz. So, ich mache weiter mit dem nächsten Hit. Also, seid ihr bereit und match ab. Wo immer ihr auch spielt, wir sind mit euch im Stadion. Wir werden niemals auseinandergehen. Wir sind euch ja, auch hier wieder relativ rockig unterwegs, muss man sagen. Erzgebirge Aue. Ja, knapp. Also man muss schon sagen, wir sind wirklich auch hier wieder im Süden beheimatet. Wir sind allerdings nicht in Bayern, sondern wir sind in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, genau. Und es ist nicht Tübingen. Und es sind auch nicht die Kickers.
sondern der VfB dann. Tatsächlich ja. Der VfB, ja. Aber man merkt langsam, es zieht sich so ein bisschen durch, so ein bisschen, also jetzt mal abgesehen von dem 60er-Song, merkt man schon, für wen die Songs so eher, ist schon ein bisschen derber alles, so. Klingt ein bisschen, als hätten irgendwie drei besoffene Fans nochmal irgendwie abends was eingesungen, ne? Das Ding ist auch, dass ich dachte, ich schneide hier relativ gut ab, weil ich ja langjähriger Fan des FC St. Pauli bin und die wirklich schöne Tradition beim FC St. Pauli ist es immer, das Fanlied der Gästemannschaft zu spielen vor dem Spiel. Ja, okay. Man merkt aber auch, die klingen alle gleich. Ja, und die klingen alle gleich. Sie klingen gleich und man hört nicht zu. Ja, ja. In dem Fall wirklich irgendwie, ob Stuttgart oder Frankfurt, Hauptsache Baden-Württemberg. Aber es ist schon richtig, es gibt schon sehr, sehr wenig wirklich gute Songs. Also das ist Mangelware, würde ich mal sagen. Zwei kurze haben wir noch. Insofern, vielleicht haben wir ja da einen mit dabei. Einmal nochmal diesen hier und los geht's. Sehr gut. Schöner Song. Guck mal, aber da ist doch, das hat zumindest so eine Schunkelhymne und zusammen. Oder? Und so muss das doch sein. KFC Uerdingen wahrscheinlich. Ja, oder? Richtig. Komplett richtig. Und überraschenderweise, Song und Verein und so gehen schon stark auseinander, ne? Während das so versöhnlich klingt, ne? Drischt sich der Großkreuz mit dem Grotifanten. Den wollten wir mit reinnehmen, weil, wie gesagt, so ein bisschen, was ist deine Meinung zum KFC? Ach, also im Grundsatz ist das ja alles traurig, auch wenn wir über 1860 München reden. Ja. Und es ist ein sehr guter Beleg dafür, dass es mit den Investoren, die von außen kommen und relativ wenig auch von deutscher Fußballkultur verstehen, vielleicht nicht so eine schlaue Idee ist. Also das bringt ja immer eine wirklich harte Unruhe auch in den Verein, in die Seele des Vereins. Ich verstehe das auf der einen Seite, die finanzielle Not, dass man wieder oben mitspielen will und dass man wieder möchte. Und das Problem ist halt aber auch, solange die Struktur so ist, wie sie ist, findest du halt nur Durchgeknallte, die so bescheuert sind, ihr Geld in einen Verein zu pumpen, in dem sie dann aber auch nichts zu sagen haben. Ja, und, so wie so dieser durchgeknallte Niedersachse, halt so der Schweine schlachtet. Das ist halt die große Schwierigkeit, egal ob sie Schweineschlachter oder Logistikunternehmer oder eben Scheich oder Russen. Wie heißt der nochmal? Der Russen. Ich komme auch nicht drauf. Aber du müsstest es wissen, was deine Sendung ist. Ja, ich weiß, aber der Uerdingen-Russe. Der Uerdingen-Russe, genau so hieß er. Spätestens nach einer Sekunde würde mir ja Lukas schon mit seinem Wissen reingrätschen und dann würde es gar nicht auffallen, dass mir der Name entfallen ist. Der Uerdingen-Russe. Also das ist, die bringen halt so unglaublich Unruhe in diese Vereine rein, dass du dir im Zweifel eher schadest, als da mit der Möhre des Geldes irgendwie das einigermaßen vernünftig hinbekommst. Das stimmt und irgendwie scheitern da ja sehr viel Traditionsvereine dran, wenn wir irgendwie, also Westfalia Herne, Wattenscheid 09, da ist ja wirklich dann so eine ganze Riege, die es nicht geschafft haben. Und, auch bei mir aus der Heimat, Sportfreunde Siegen, Gott habe sie selig. FC Gütersloh ist jetzt auch nicht, hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert in vielen Jahren. Aber und wie gesagt, der FC Schalke, da kann man eben gerade dabei zugucken. Wie gesagt, Duisburg und Bochum ja auch irgendwie in der Vergessenheit versunken. Aber jetzt gibt es ja natürlich auch Beispiele und ich würde jetzt Hoffenheim dazu zählen und ich würde auch die Mannschaft aus Leipzig dazu zählen, die, man kann es sehen, wie man will, aber zumindest, ich würde mir immer sagen, ich gucke mir wahrscheinlich lieber ein Spiel von RB Leipzig an und irgendwie, wie das Ganze funktioniert. Und das gab ja auch mal, ich weiß gar nicht, ob es bei euch im Podcast war, dass mit RB Leipzig, dem Trainer von Mönchengladbach und wer war es noch? Noch ein dritter Verein, halt irgendwie das Konzept von Red Bull halt irgendwie die oberen Plätze der Bundesliga belegt, weil die attraktiven Fußball spielen, muss man auch sagen, naja, dann hat der Rest der Welt halt irgendwie gepennt, ne? Und die Leipziger Vereine haben es alle nie geschafft. Also gibt es auch Beispiele dafür, dass Leute irgendwie mit einem gewissen Grips, die nicht aus dem Fußball kommen, es schaffen, irgendwie da Vereine zu etablieren.
Ich habe mir mittlerweile die Formel gebastelt, dass das auch mit der Präsenz der jeweiligen Leute vor Kameras oder vor Mikrofonen zusammenhängt. Das heißt, je mehr ein Investor, je mehr ein Mäzen, je mehr ein Aufsichtsratsvorsitzender, je mehr ein Mensch, der außerhalb des Fußballs kommt und sich da quasi reinkauft, auf welche Art auch immer, je mehr der mit Journalisten spricht, ins Fernsehen geht, darauf angewiesen ist, sozusagen gesehen zu werden. Also je mehr er sich im Grunde genommen seine Prominenz quasi erkauft über diesen Fußballverein, desto schlechter geht es den Vereinen. Insbesondere dann, wenn er sich auch noch in das sportliche Geschäft mit einmischt, in die Kaderplanung, in die Art und Weise, ob Spieler geholt oder verlängert oder entlassen oder sonst wie werden. Weil es ist einfach... Und da hat zum Beispiel auch Uli Hoeneß recht, der ja immer so ein Standardsatz gesagt hat, irgendwie, das kannst du ja nicht beurteilen, du hast ja noch nie Fußball gespielt. Das ist natürlich der größte Unfug überhaupt. wenn man irgendwas kritisieren will oder wenn man Missstände in irgendeiner Art und Weise aufzeichnen will. Aber es ist schon richtig, dass man natürlich von Fußball was verstehen muss. Und das macht man mit Menschen, die was von Fußball verstehen. Und wenn sich Menschen dort einmischen, die eigentlich keine Ahnung haben, aber quasi ihr Ego befriedigen müssen, damit sie quasi berühmter werden oder ähnliches, dann passiert das meistens zum Schaden des Vereins und kommend auf, ob man es mag oder nicht, auf RB Leipzig, auf RB Salzburg oder da darf man ja Red Bull Salzburg sagen, auf die TSG 1899 Hoffenheim, da wird man beobachten, dass das beides oder alles Vereine sind, die sehr, sehr ruhig und ohne großes Aufsehen arbeiten und einfach sozusagen Fußball als Firma voranbringen. Das ist nicht besonders sexy und nicht besonders Traditionsfußball kommend. Das ist nicht romantisch, das ist das Wort, was ich suchte. Es ist nicht besonders romantisch. Ja, da haben die Fans auch nicht so eine große Bedeutung und auch nicht so einen großen Einfluss. Ne? Sag ich mal, auf Schalke ist natürlich immer diese krasse Gemengelage, wenn wir das mal als Beispiel nehmen. Und bei vielen Traditionsvereinen habe ich immer diese Diskrepanz zwischen, was will die breite Masse, der Fan, der diesen Verein ja lebt, und denjenigen, die irgendwie versuchen, was draus zu machen. Und ich glaube, deswegen entfremden sich halt sehr viele Menschen vom Fußball, weil das nicht Hand in Hand geht, sondern irgendwie... Die einen wollen halt, da sind die Fans diejenigen, die auch vielleicht irgendwie in eine alte Welt zurück wollen, irgendwie gleichzeitig aber irgendwie auch attraktiven Fußball und große Stars sehen wollen. Also ja, ist vielleicht ein Thema da kann man eine ganze Folge draus machen, um darüber zu sprechen. Ich finde, was ganz interessant ist, auf Amazon Prime gibt es so Serien, gibt es eine Serie über so verschiedene Saisons von Footballvereinen in den USA, und die sind ja eben besitzergetriebene Vereine. Und dann gibt es eine Staffel über die Dallas Cowboys, wo eine Familie den ganzen Verein leitet. Das sind irgendwie Eigentümer und trotzdem auch General Manager, und das sind irgendwie vier Familienmitglieder, die diesen ganzen Verein leiten, und das extrem erfolgreich und trotzdem auch sehr beliebt sind, ist ja vielleicht auch was man sich mal abschauen könnte, wenn man was aus anderen Ligen lernen will. Also aus anderen Ligen kann man sich sehr viel abschauen, insbesondere wenn die Ligen nicht Fußball heißen, also nicht Fußball betreiben. Aber man muss natürlich fairerweise immer dazu sagen, es ist eine komplett andere Fußballkultur in Amerika, als das in Deutschland der Fall ist. Und da gibt es einfach in Deutschland auch wahnsinnig viele Sachen, die ich auf keinen Fall vermissen möchte und die auch... unumstößlich für mich, auch wenn ich vielleicht ein bisschen weniger in Fankurven und auf Stehplätzen groß geworden bin im Fußball, schon alleine deshalb, weil man beim Tennis immer sitzen musste. Nein, also da gibt es einfach ganz viele Sachen, die gehören unumstößlich zum Fußball dazu, und die gibt es in Amerika beispielsweise nicht. Und so cool das manchmal ist, nach Miami zu gehen und Miami Heat Basketball spielen zu sehen und das Ganze drumherum zu sehen oder Football zu sehen, oder ich war 2006 mal beim Super Bowl, das ist einfach ein Lebensereignis, sowas mal erlebt haben zu dürfen. Aber es wäre mir dann für den täglichen Fußball hier in Deutschland dann doch zu wenig und auch zu langweilig. Also ich habe ja wiederum
die ja, VHS-Kassette gesehen, Unterhaching, Saison 99-2000, kann sagen, der Verein wurde seinerzeit nicht von der Familie gelenkt. Aber das war auch jetzt eine völlige random Überleitung. Ich habe noch einen Song für dich, Mike. Ja? Ja. Eine allerletzte Vereinshymne. Ich bin gespannt, ob du sie kennst. Und dann rappen wir das Ding auch ab. Also, hör gut zu, spitz die Öhrchen, los geht's. Scheiße. Ja. Das weiß ein jedes Kind. Hallihallo. Es geht wirklich in die Richtung. Also es ist wirklich eine schöne... Bäume aus, wo keine sind. Es ist ein, aber das ist doch ein Karnevalslied. Ich Was glaube auch wirklich, dass das die Grundlage des Liedes ist, umgedichtet aber für einen Verein, ich sag dir den Namen des Liedes, dass wir vom Ronhof sind. Ich habe keine Ahnung. Es geht tatsächlich auch wieder in den Süden der Republik, es geht hier Und du hattest es, glaube ich, schon mal erwähnt. Du hast es ganz am Anfang gesagt, Spielvereinigung Greuther Fürth. Wirklich? Da ist die Rede davon. Ja. Ja, aber es freut uns auf jeden Fall, dass wir dich da jetzt nochmal so ein bisschen aufschlauen konnten. Heißt, demnächst, wenn du bei St. Pauli im Stadion bist und da ne das Gästelied erschallt, spätestens dann weißt da du, gegen wen heute gespielt wird. Genau, da kannst du dann mit einstimmen und direkt auch nochmal ein paar schlaue Sprüche den Kollegen nebenan rüberdrücken und sagen, du wusstest eigentlich, das ist ihr Name so und so aus dem Jahr XY. Ja. Das stimmt. Hoffentlich haben wir bald wieder Gästefans im Stadion, dass wir überhaupt Hymnen der Gäste spielen können. Weil noch wir drücken das ja auf nicht jeden so Fall, aus für diese Saison. Wir drücken auf jeden Fall ganz, ganz fest die Däumchen. Wenn das alles mal rum ist mit Corona, ich habe vorhin schon ein bisschen gemerkt, du hast, glaube ich, was so dieses ganze Thema Live-Auftreten angeht, Blut geleckt. Ist da noch was in Planung oder wäre etwas noch weitergehend in Planung gewesen? Ich glaube, im April, hattest du gesagt, war eigentlich schon was angedacht. Ja, jetzt war ja auch eigentlich geplant. Ihr hättet irgendwann jetzt, wer ist heute oder gestern? In der Jahrhunderthalle in Bochum, zweimal hintereinander. Halleluja. So groß sind die schon. Das können nur Bruce Springsteen und Lady Gaga und Fußball MML. Back-to-back-Konzerts, beide ausverkauft. Mit einem Plakat, wo drauf steht Zusatzkonzert. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das war wirklich. Das ist verrückt. Also, das holen wir natürlich nach, aber das wäre auch jetzt wirklich so in der Zeit, so im November, wenn es warm ist und wenn man gerne drin ist und so weiter. Da hätte ich wirklich Bock gehabt, zumal ich eine echte Verbindung und auch eine Liebe zum Ruhrgebiet habe, ohne aus dem Ruhrgebiet zu kommen. Das wäre nochmal so ein Lifetime-Achievement gewesen. Aber wir holen es nach im Februar, glaube ich, sofern das dann wenigstens schon wieder funktioniert. Das ist das eine. Wir planen für nächstes Jahr, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf, mache ich einmal, hört ja keiner zu. Eben, richtig. So, wir machen eine Tour. Unsere Eltern freuen sich. Ja. Wir machen eine Tour mit MML im Mai. In mehreren Orten ist es auch geplant, dass wir jeweils in unsere Heimatorte gehen. Also Micky dass wir in Kassel-Brauxel für Micky spielen, dass wir in Gütersloh sind für mich und dass wir in Berlin sind für Lukas. Und dann noch ein könnt paar ihr andere. Froh sein, dass ihr Lukas Vogelsang dabei habt, dass ihr wenigstens einen Ort besucht. Stimmt. Ja. Die wildeste Tour der Welt. Das ist wahr. Und dann, also all das, von dem ich eben erzählt habe, also das Thema Meine Elf mit Bühne und Bühnenprogramm und einen Abend quasi mit einem interessanten Menschen zusammen zu verbringen und ihn über die Musik kennenzulernen, das wird mich sicherlich nicht loslassen. Ich weiß nicht, ob es dieses Jahr beziehungsweise ob es nächstes Jahr geht, aber irgendwann werde ich das nochmal machen. Das freut mich. Und wichtig ist, dass ihr auch demnächst, dass die Touren wieder losgehen, denn was du nicht weißt, der gute Micky Beisen, der hat noch große Außenstände bei mir, denn nicht nur für die Show habe ich Karten, sondern auch für Apokalypse und Filterkaffe und langsam muss da vielleicht dann in Kosso Moskau ran und das Geld eintreiben.
Weil kann er dann auch das vielleicht in einem Abwasch machen. Dann spielt er so einen Abend lang durch und spielt alles, was er da so an Programm hat, dann runter. Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Wir würden uns natürlich auch sehr freuen, wenn es mal wieder auch in Person geht, dass wir vielleicht nochmal eine Folge dann wirklich live machen, vielleicht auch bei dem Freund Andreas Loff im Wohnmobil. Da wollen wir auch immer noch mal hin und was machen und vielleicht finden wir dann noch mal zusammen. Es hat auf jeden Fall heute sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich finde, wir haben einen tollen Einblick in dein Leben bekommen und wie man seinen Weg in der Medienwelt gehen kann und über die spannenden Projekte, die schon da sind, die noch kommen. Und wir freuen uns auch, dass wir dir ein bisschen Fußballfachwissen noch mitgeben konnten. Ja, super. Sehe ich also hier auch wieder unwissend aus. Habt ihr toll hingekriegt. Ach wo, ach wo. Ja, also in diesem Sinne, sage ich schon wieder, es schleicht sich langsam so ein bei mir. Ja, ja. Aber in diesem Sinne sage ich, Mike, vielen, vielen lieben Dank. Schön, dass du bei uns warst. Hat uns großen Spaß gemacht. Und ja, wir sagen auf bald.